Im ersten Teil der optischen Aufarbeitung unserer Märklin 218 haben wir uns ja relativ eindringlich um die Führerstände gekümmert. Die sind soweit fertig. Jetzt geht's an die ersten äußerlichen Arbeiten. Wir überarbeiten die Kühlergrille, wir verpassen dem Ding neue Umläufe und ich gehe in den Krieg mit den übelsten Formtrennkanten, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. In diesem Sinne, nicht lang schnacken, komm in den Nacken. Moin Leute, das letzte Video war ja relativ führerstandslastig. Ich habe schon gesagt, im nächsten Teil geht es um das Gehäuse und damit wollen wir uns in diesem Video eindringlich beschäftigen. Ui, das kippelt aber lustig. Das Teil ist jetzt ja, mehr oder weniger komplett nackt. Alle Teile, die man abbauen musste, haben wir abgebaut und jetzt können wir uns mit den ersten Detaillösungen beschäftigen, die wir etwas optimieren müssen. Das erste, worum es mal gehen soll, ist dieses Pufferbohlen-Umlauf- Tritt-Kombi-Gedöns hier. Denn das, was mich unheimlich bei den Umläufen stört, ist, dass es keine durchbrochenen Teile sind. Ja, ich weiß, das ist jetzt wieder meine Rosinenpickerei. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal dieses Teil mit diesem Teil von Roco vergleicht, was ich hier als Ersatzteil besorgt habe, das ist schon eine andere Liga. Und an der Stelle auch mal einen wirklich fetten Respekt an Roco, die solche fein durchbrochenen Teile aus Kunststoff spritzen. Das kriegen andere nicht mal mit Ätzteilen hin. Also, absolut geil. Von der Form her kommt das tatsächlich relativ gut hin, die Roco-Teile sind ein bisschen wuchtiger. Das ist aber nicht schlimm, das sollte im Gesamteindruck eigentlich nicht sonderlich viel stören. Aber alleine diese Optik ist halt schweinegeil. Und wieder für all diejenigen, die tatsächlich so gestört sind und das nachbauen wollen, was ich hier mache. Die 143279 ist die Artikelnummer von diesen Teilen, das ist dann jeweils ein Umlauf und so eine kleine Funkantenne hier, die brauche ich allerdings nicht. Für die purpurrote habe ich dieselben Umläufe genommen, die habe ich dann einfach umlackiert. Wenn die neuen dran sollen, dann müssen erstmal die alten ab. Diese Fixierungspunkte hier sind von dem Abstand her und von der Positionierung tatsächlich wie beim Original, deswegen möchte ich die sehr gerne erhalten. Deswegen schneide ich die Teile wirklich direkt am Umlauf ab und lasse diese kleinen Befestigungsstege hier an der Pufferbohle stehen. Dadurch habe ich auch direkt relativ fix die Position für die neuen Umläufe, sodass ich diese einfach plan an diese Haltestege ankleben muss und dann sollte das eigentlich passen. Wie hier zu sehen, kann es mal passieren, dass die alten Umläufe irgendwo durchbrechen. Es ist hier im Endeffekt wurscht, weil wir brauchen die Teile ja sowieso nicht mehr. Wichtig ist wirklich nur, dass die Befestigungspunkte nicht abknicken, sondern noch wirklich vollständig vorhanden sind, sodass wir schöne Ankerpunkte für die neuen Umläufe haben. Und wie auch zu sehen ist, immer vorsichtig Stück für Stück versuchen, sich ranzutasten und nicht versuchen, in einem Schnitt die Teile direkt abzumachen, weil dann bricht auf jeden Fall irgendwas ab. Alles schön mit Vorsicht. Ist der Teil einmal komplett blank, sollte das ungefähr so aussehen und wenn wir jetzt mal den neuen Umlauf von Roco anhalten, werden wir feststellen, irgendwas passt da noch nicht so ganz. Richtig, die Befestigungspunkte von Roco sind hier noch komplett im Weg, das heißt als nächstes müssen wir die neuen Umläufe erstmal aufräumen. Dafür schnappe ich mir erstmal wieder eine neue scharfe Skalpellklinge und versuche diese Rastnasen hier, so knapp es eben geht, am Umlauf abzuschneiden. Macht es nicht zu knapp, nachschleifen kann man immer noch. Aber auch hier wieder absolute Vorsicht walten lassen, weil diese durchbrochenen Kunststoffteile, ja, sie können mehr ab, als ich gedacht hätte. Trotz alledem sind sie ziemlich fragil. Und es wäre echt schade, wenn wir uns so ein Ding wegen Unachtsamkeit kaputt machen. Deswegen auch hier wieder mit wenig Druck mehrmals einfach durch den Schnitt durchgehen, solange bis sich die Rastnasen verflüchtigen. Mit nicht zu viel Druck arbeiten und vor allem nicht mit Gewalt. Alle übrig gebliebenen Überstände versuchen wir jetzt weiterhin mit dem Skalpell so gut es geht wegzuschaben. Auch hier wieder vorsichtig und Stück für Stück arbeiten. Es muss nicht ganz perfekt werden, erstmal nur das gröbste Plastik, was noch im Weg ist, wegbekommen. Denn den letzten Rest habe ich dann mit einer Feile gemacht. Was ich irgendwie nicht gefilmt habe, ist auch egal, auf jeden Fall sind die Teile jetzt soweit versäubert, dass wir sie mal probehalber hinhalten können, um zu gucken, ob alles passt. Nope, tschüss. Um die Umläufe jetzt vollständig montieren zu können, müssen wir jetzt erstmal wieder das Pufferbohlenteil hier ins Gehäuse stecken, was irgendwie ein bisschen so aussieht, als wenn sich Tante Werner ihr Gebiss reinkloppt. Aber wir brauchen halt die vollständige Kontur, um die Teile anzukleben. Für die Fixierung nehme ich jetzt wieder den guten alten Sekundenkleber von Bergswerk. Ich werde jetzt erstmal hier auf die mittleren Halter ein bisschen Sekundenkleber auftragen, werde das Teil anhalten, bis es so grob angezogen ist
um mich dann nach außen zu arbeiten. Eine vernünftige Ausrichtung ist dabei das A und O, nicht dass der Umlauf irgendwie schief drauf sitzt und das ganze Ding dann irgendwie ziemlich dämlich aussehen würde. Aber nach ein paar Sekunden Halten hat der Kleber angezogen, der Umlauf sitzt, er passt auch erschreckend gut in die Kontur rein. Und wenn man jetzt dieses durchbrochene Gitter hier vorne hat, es sieht halt einfach um Längen geiler aus. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Auch diese kleinen Schussscheibenhalter links und rechts, es geben dem Modell einfach so viel, das ist tatsächlich eine Arbeit, die sich lohnt. Und wenn wir nicht komplett scheiße gebaut haben, müssten wir jetzt eigentlich die Pufferbohle noch nach unten abziehen können, ohne dass sich der Umlauf verflüchtigt. Ja, das funktioniert. Perfekt. Ich habe dann so jetzt im ausgebauten Zustand nochmals alle Klebepunkte etwas verstärkt, dass das Teil auch wirklich bombenfest hält. Jetzt haben wir hier vorne noch ein paar farbliche Details, die wir etwas anpassen müssen. Die Reihenfolge, in der ich das jetzt mache, ist fragwürdig. Ich würde es tatsächlich andersrum machen, aber ihr seht gleich, was ich meine. Als erstes Mal muss der Zughaken raus. Der natürlich wieder ins letzte Universum geflogen ist, aber habe ihn gefunden. Ja, und weg ist er. Diese Platte hier vorne von dem Zughaken und die Pufferhülsen waren beim Original tatsächlich in diesem Grau. Irgendeine Synapse in meinem Gehirn dachte, Digga, das ist voll die gute Idee, wenn du die jetzt grau malst, du die maskierst und danach das Teil mit blau überlackierst, weil wir auch noch einige Sachen an dem Umlauf blau lackieren müssen, diese silberne Zierlinie muss weg. Diese Reihenfolge ist dermaßen dämlich, ich habe keine Ahnung, warum ich das so gemacht habe. In dem Moment dachte ich, das wäre voll die Knorke-Idee. Fakt ist, nein, macht es andersrum. Lackiert das Teil erst ozeanblau und malt die Puffer danach grau. Das macht mehr Sinn. Und wenn man schon einen rotzdämlichen Plan hat und der dann noch nicht mal funktioniert, dann wird's richtig dämlich. Denn mein Colorstop hatte, nachdem ich es nach Jahren mal wieder geöffnet hatte, die Konsistenz eines riesigen Popels. Das war komplett ausgehärtet, deswegen habe ich mir jetzt mal von Vallejo dieses Liquid Mask geholt. Es ist im Prinzip dasselbe, andere Marke und ist in blau. Und es stinkt nicht so. So, das sind die Kriterien. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Für diesen Masterplan. Naja, jedenfalls habe ich das Zeug jetzt hier über die Puffer und über den Zughaken, beziehungsweise Zughakenplatte ist das ja, an die Kenner, nicht dass ich wieder aufs Maul kriege, verbal, habe ich das Zeug jetzt übergepinselt. Wie gesagt, im Nachhinein, naja, dieses Vallejo-Zeug, es hält tatsächlich ganz gut. Bei solchen fein detaillierten Teilen hält es ein bisschen zu gut. Ich hatte etwas Probleme, das Zeug wieder abzukriegen. Und die Kanten sind nicht wirklich schön und scharf. Also, ich kann es nur wiederholen, macht das nicht so. Naja, getrocknet sieht das so aus. Da ist das Zeug ja, mehr oder weniger unsichtbar. Und jetzt geht's ans Lackieren. Denn beim Umlauf muss der silberne Zierstrich weg und die Roko und die Märklin-Teile haben leicht unterschiedliche Farben. Und hier mal ein wirklicher Profi-Tipp, die Raltöne von Life Colors. Ohne Scheiß, die Dinger sprühen sich saugeil, die stinken wie die Hölle, man muss definitiv diesen Verdünner da mitnehmen, weil die sich diese Farben mit nichts anderem verdünnen oder lösen lassen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, das Zeug ist die absolute Hölle, aber die Farben lassen sich super geil sprühen. Die Airbrush ist kein einziges Mal verstopft oder sonst irgendetwas. Und die Farben passen wirklich nach den Raltönen Arsch auf Eimer. Das ist halt wirklich original das Bundesbahn-Ozeanblau. Ich habe die Teile damit lackiert, ich habe es verglichen und ich habe es auch mit den Originaltönen von Märklin verglichen. Es passt perfekt. Also absolute Empfehlung, wenn ihr wirklich Teile an Loks oder an Wagen nachlackieren wollt. In Ozeanblau, Altrot, die ganzen Chromoxid- oder Flaschengrünfarben von den Wagen. Life Colors hat eigentlich fast alles an den Raltönen im Angebot und die Farben passen wirklich perfekt. Nachdem der Lack vollständig durchgetrocknet war, wollte ich hier das Liquid Mask entfernen, aber wie ihr seht, wehrte sich das Zeug dermaßen, dass ich kaum ein vernünftiges Packende gefunden habe. Ja, man kann zum Beispiel dünne Kabel oder sowas mit einpinseln, an denen man dann ziehen kann, um einen Anfang zu haben. Das musste ich bei dem Colorstop tatsächlich nie machen. Aber das Zeug, das packt gerade bei solchen Konturteilen dermaßen heftig, dass man das doch, glaube ich, besser macht. Also irgendwie
bin ich noch nicht so ganz überzeugt von dem Liquid Mask von Valeo. Aber nachdem ich das dann abgepellt hatte und hier und da nochmal farblich etwas korrigiert habe, passte das Ganze, die Umläufe sind komplett ozeanblau und ja, die Originale hatten tatsächlich diesen silbernen Zierstrich nicht, die waren komplett blau. Zumindest alle Originalaufnahmen, die ich in meinem Portfolio habe. Kommen wir nun zu den Teilen, die mir am meisten Angst gemacht haben bei diesem Umbau. Die Kühlergrille. Weil die Teile sind eine komplette Katastrophe bei dem Modell. Wie bereits gesagt, schielen die Dinger in alle Himmelsrichtungen. Kontrolliert das mal bei euren Modellen, das ist nämlich selbst bei der 218 in der Cottbus-Lackierung, also in der Halb- und Halblackierung, immer noch der Fall, weil ich habe mir diese Teile als Ersatzteil geordert in der Hoffnung, dass es besser ist, aber tatsächlich sind auch hier die Bohrungen teilweise extrem schief. Es ist ein bisschen besser geworden, ja, aber dieser Fehler ist immer noch da und wir müssen da jetzt halt ein bisschen improvisieren. Was ihr hier jetzt seht, ist mein Spezialwerkzeug, ein vorne etwas flach geschliffener Pinselgriff. Damit können wir nämlich jetzt die leider hier und da doch ziemlich störrisch festgeklebten Lichtleiter aus dem Kühlergrill herausdrücken, um diesen farblich nachzubehandeln und die Löcher etwas nachzukorrigieren. Das funktioniert damit tatsächlich ganz gut. Nehmt bitte keinen Schraubenzieher oder sonst irgendetwas, sondern wirklich nur entweder, wie ich jetzt hier habe, ein angeschliffenes Ende von einem Holzstiel, von einem Pinsel oder Zahnstocher oder irgendwas aus Holz, irgendwas, was weich ist und die Lichtleiter nicht verkratzt. Okay, eigentlich ist es auch scheißegal, weil wir die eh abschleifen, aber das kommt gleich. Egal, den Tipp könnt ihr trotzdem mithaben. Ist umsonst. Sind die Dinger raus, können wir uns jetzt um die Bohrungen kümmern. Weil so geht das gar nicht. Hier habt ihr jetzt mal den direkten Vergleich. Das hier ist noch original schief und hier habe ich jetzt die Ränder mit einem Skalpell mal etwas nachbearbeitet. Klar, der Rand von der Lampe wird dadurch ziemlich dünn, aber insgesamt schaut es doch deutlich besser aus, als wie diese schielenden, weiß ich nicht was. Der Trick dahinter ist relativ easy. Ich gehe einfach mit dem Skalpell hier an der Kante von der Bohrung entlang. Mir ist nämlich aufgefallen, es ist noch nicht mal wirklich die Bohrung, die da schief ist, sondern es bildet sich einfach vorne beim Spritzen ein leichter Grat. Was heißt ein leichter Grat? Der Grat ist schon relativ dick, aber dieser Grat, ja, drückt dann den Lichtleiter in alle möglichen Himmelsrichtungen und dadurch schielt das Ding dann ziemlich. Wenn man diese Kante vorne entfernt, dann ist die Bohrung tatsächlich relativ rund und auch verhältnismäßig mittig. Also irgendwas ist da tatsächlich beim Formbau schief gelaufen. Da müsste Märklin mal nochmal nachkorrigieren, weil solche Fertigungsfehler bin ich eigentlich auch nicht von Märklin gewohnt. Also das ist halt wirklich, vor allem über diese lange Zeit. Ich meine, wann ist die Ozeanblau-Beige 2018 rausgekommen? Das ist schon ein paar Jahre her. Und bei der Cottbus-Variante ist es einfach immer noch. Naja, ich weiß ja, dass der ein oder andere Märklin-Mitarbeiter meine Videos sieht. Vielleicht wird daraufhin nochmal ein bisschen an der Sache gearbeitet. So sehen jetzt unsere Kühlergrille aus, nachdem ich alle Bohrungen mal gerundet habe. Das passt jetzt schon einigermaßen. Also jetzt sehen die Kühlergrille definitiv deutlich, deutlich schöner aus. Die Bohrungen sind jetzt allerdings etwas zu groß, deswegen können wir die Originallichtleiter so nicht mehr verwenden. Ich hatte aber sowieso eine Idee, die ich definitiv mal ausprobieren wollte. Ich werde die Lichtleiter jetzt so weit kürzen, dass sie in eingesteckten Zustand maximal so tief herausgucken, wie hier zu sehen. Das heißt, die Lampe an und für sich bleibt hohl. Der Lichtleiter bildet quasi die Rückwand des Reflektors. Es wird sich später noch zeigen, warum wir das so machen. Erstmal nehme ich mir jetzt hier meinen scharfen Seitenschneider von Faller und werde versuchen, alle Lichtleiter ungefähr um dasselbe Maß zu kürzen. Ihr seht, das Material ist ein bisschen bröckelig, also einen genau geraden Schnitt bekommen wir damit nicht hin. Deswegen müssen wir hinterher nochmal ein bisschen mit der Feile nacharbeiten und die Schnittkante begradigen. Am Schluss sollte das Ganze dann ungefähr so aussehen. Wenn die ganze Sache jetzt nicht 100%ig genau ist, das heißt, der eine Lichtleiter ist mal ein Zehntel länger oder kürzer, dann macht das gar nicht so viel aus, da können wir hinterher noch relativ viel nachkorrigieren. Vollständig eingesteckt sind die Lichtleiter ja schon und jetzt nehme ich mir hier durchsichtiges Harz für Resindrucker. Und es ist halt wirklich wichtig, dass es durchsichtiges Harz ist und kein graues oder schwarzes. Und fülle jetzt so lange Harz hier in die Löcher rein, bis das Harz quasi die Ecken vollständig ausfüllt und man unten einen vollständigen halbrunden Reflektor hat, wenn das Harz ausgehärtet ist. Das ist ein bisschen tricky, die richtige Menge zu treffen, aber das Harz fließt ja in die Ecken
Und wir machen das so lange, bis die Ecken vollständig ausgefüllt sind und sich unten quasi eine konkave Halbkugel aus Harz bildet. Diese muss jetzt nur noch mit UV-Licht ausgehärtet werden und das war's. Und für diejenigen, die es hier interessiert, ich benutze das durchsichtige Harz von Anycubic. Ist alles vernünftig ausgehärtet, nehme ich mir jetzt schwarze Farbe und grundiere damit den kompletten Kühlergrill. Ja, ich hätte auch eine Airbrush nehmen können, aber für den einen Arbeitsschritt war ich ehrlich gesagt zu faul, die Airbrush dreckig zu machen. Deswegen mache ich das hier etwas unordentlich mit dem Pinsel. Den kompletten Kühlergrill zu bepinseln ist eigentlich nur als Grundierung gedacht. Wichtig ist, dass die Lampen vollständig schwarz ausgepinselt sind. Und jetzt seht ihr hier diese schönen halbrunden Reflektoren, die wir durch das Harz gemacht haben. Und das wirkt jetzt schon mehr oder weniger wie beim Original. Aber so leuchtet natürlich nichts, aber dazu kommen wir später. Im Original sind diese Teile aber nicht schwarz, sondern aus poliertem Edelstahl und ich habe einfach mal was Neues ausprobiert, um irgendwie diesen Effekt zu erzeugen. Und zwar sind das hier Stifte von Molotov, heißt die Marke, glaube ich. Das ist Liquid Chrome, also wirklich Chrom zum Aufpinseln. Oder krackeln, wie auch immer. Ihr seht, die Spitze von dem Ding ist, sagen wir mal, ein bisschen grob. Deswegen werden wir das Ganze mit dem Pinsel auftragen. Ja, und hier sieht man auch schon so ein bisschen das Problem mit diesem Material, denn wenn man zu wenig Farbe aufträgt, dann wird die ganze Sache nicht wirklich glatt und man hat nicht diesen Chrom-Effekt. Trägt man allerdings zu viel Farbe auf, dann werden die Details ziemlich zugeschwemmt, was dann im Nachhinein auch nicht mehr so wirklich schön aussieht. Also, der letzte Schliff bei dem Zeug fehlt mir noch so wirklich. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt das beste Produkt ist und was man dafür verwenden kann. Ich schätze mal, auf kurz oder lang werde ich die Kühlergrille einfach nochmal neu machen und nochmal andere Sachen ausprobieren, weil mir das Endergebnis tatsächlich noch nicht 100%ig gefällt. Da die Reflektoren bei den 218ern dann tatsächlich nicht aus verchromtem Blech, sondern ich glaube tatsächlich eher nur so aus mehr oder weniger halbherzig poliertem Aluminium bestehen, habe ich jetzt hier nochmal von Revell die Farbe Aluminium genommen und male damit die Reflektoren an, gerade bei den Stirnbeleuchtungen, da man die Reflektoren ja hinterher doch ziemlich gut sehen wird. Und jetzt kam das zweite Problem. Ich habe mit vielen Washes rumexperimentiert. Im Endeffekt bin ich jetzt hier bei dem grauen Wash von Vallejo gelandet. Hier gibt es aber auch eine Riesenproblematik, die wir jetzt gleich sehen werden. Trotzdem benutzen wir jetzt erstmal dieses Washing hier, um die Konturen so ein bisschen hervorzuheben und auch um den Teilen etwas ihren Bling-Bling-Faktor zu nehmen. Das Problem ist tatsächlich, dass irgendwie alle Washings, egal ob Enamel, Öl oder Acryl, angefangen haben auf dieser, ja, doch ziemlich glatten Oberfläche, irgendwie zu flocken. Das heißt, das Washing verteilt sich nicht gleichmäßig, beziehungsweise wenn es flüssig ist schon, dann zieht es einen richtig schönen dunklen Schleier über dieses Chrom, was genau der Effekt ist, den ich haben wollte. Beim Aushärten jedoch fängt das Wash an zu flocken und bildet solche ganz, ganz merkwürdigen Flecken. Egal mit welcher Art von Washing ich da rangegangen bin, ich habe alle drei verschiedenen Sorten durchprobiert, ich konnte diesen Effekt nicht verhindern. Also auch das ist ein Indikator dafür, dass die Molotow-Stifte jetzt nicht unbedingt das Beste ist, was man dafür nehmen kann. Also da werde ich nochmal etwas experimentieren müssen. Auch das Innere des Kühlergrills wird natürlich mit dem Washing behandelt. Hier können wir allerdings noch einen weiteren, schönen kleinen Effekt einbringen. Denn ist die erste Lage des Washings vollständig getrocknet, nehme ich mir das Washing jetzt nochmal und fülle damit diese halbrunden Ecken des Kühlergrills aus, bis zu dem Punkt, wo die Kühlergrillkanten gerade werden. Denn in diesen Ecken, das ist bei den Originalen eigentlich ziemlich eindeutig zu erkennen, ist der Kühlergrill bedeutend dunkler wie in der Mitte. Ich schätze einfach mal, dass links und rechts zum Beispiel Kühlluft für Aggregate oder für den Führerstand abgegriffen wird und in der Mitte ist der eigentliche Kühlergrill mit den Kühlermellen direkt hinter dem Schutzgitter. Ist alles getrocknet, kümmern wir uns jetzt um die Problematik, dass so überhaupt nichts mehr leuchtet. Deswegen nehme ich mir hier jetzt einen kleinen Bohrer. In der Retrospektive hätte ich die Löcher vielleicht sogar noch etwas größer gemacht, bei mir waren sie ein bisschen zu klein. Das Problem, was damit einhergeht, werden wir hinterher sehen. Aber ich nehme jetzt diesen scharfen und neuen Bohrer und setze hier genau in der Mitte von dem Reflektor eine Bohrung. Hier habe ich jetzt erstmal angebohrt, um zu kontrollieren, ob ich halt auch wirklich mittig bin. Und jetzt bohre ich so tief, bis die komplette Farbe, die wir aufgebracht haben, an dieser Stelle vollständig weg ist und ich quasi wieder durch den Lichtleiter hindurch sehen kann. Ja, die Krümel sind jetzt noch ein bisschen im Weg, aber ich schätze, ihr wisst, was ich meine. Denn das, was wir hier machen, hat zwei Riesenvorteile. Punkt 1, die Lampen sehen im ausgeschalteten Zustand extrem realistisch aus.
weil man den Reflektor sieht und in der Mitte ist die Glühbirne. Und zum anderen leuchtet das Licht wirklich nur durch den Punkt, den wir jetzt aufbohren. Das heißt, man hat in der Lampe tatsächlich einen leuchtenden Punkt, der die Glühbirne emittiert. Das ist soweit schon mal alles ganz lustig, aber ohne Scheiben geht da natürlich gar nichts. Und deswegen nehme ich mir jetzt wieder das UV-Resin und fülle damit die Lampen aus, bis ich auf der Oberseite eine schöne und wirklich komplett gerade und glatte Scheibe habe. Ist ein bisschen hin und her experimentieren, bis ihr den exakten Füllgrad findet, bis das Harz quasi an der Oberfläche genau eine perfekte gerade Scheibe bildet. Aber mit der Zeit kriegt man den Dreh raus. Das haben wir ja genauso schon bei den Umbauwagen gemacht und das hat auch eigentlich immer perfekt funktioniert. Dann wieder mit UV-Licht beleuchten, bis das Harz vollständig ausgehärtet ist. Und zuletzt wieder mit kaminroter Glasfarbe die roten Leuchten wieder rot einfärben. Hierbei ist natürlich jetzt penibelst darauf zu achten, dass wir nicht über den Lampenrand malen, sodass dieser silberne Ring, der um die Lampe ist, wirklich auch silbern bleibt. Das ist gerade mit so einem etwas gebumsten Pinsel, wie ich ihn da habe, nicht wirklich die einfachste Aufgabe, aber ihr seht, es ist hinzukriegen. Und ist das alles geschafft, haben wir sie nun final, unsere überarbeiteten Kühlergrille. Ausgeschaltet sehen die Lampen auf jeden Fall schon mal extrem nice aus. Wie gesagt, nur das Chrom mit diesen schwarzen Flecken da drauf, wo das Washing versagt hat, gefällt mir noch nicht ganz. Das Schöne ist, ich werde diese Teile im Gegensatz zu Märklin nicht festkleben, das heißt, ich kann sie bei Zeiten irgendwann nochmal neu machen und dann einfach tauschen. Das war das, jetzt kommt das nächste Projekt. Dafür müssten wir das Gehäuse entfetten, bei der Gelegenheit baue ich aber auch alle Teile von dem Fahrgestell ab, die noch lackiert werden müssen, und werde diese direkt mit entfetten. Also erstmal Stück für Stück alle Ansteckteile abfuddeln. Und dann wollte ich die Drehgestellblenden abnehmen. Und genau wie bei der E41 muss man auch bei diesen Loks das Kabel für den Mittelleiter von der Platine ablöten, weil man ansonsten die Drehgestellblenden nicht abkriegt. Sauber konstruiert. Naja, im Endeffekt hatte ich dann alles zerlegt. Die Achsen können wir erstmal wegtun, das ist ein Projekt für ganz wann anders. Wichtig sind jetzt erstmal die Drehgestellblenden. Der Dieseltank, der übrigens nur eingeklipst ist und die perfekte Stelle ist, um einen Puffer-Elko zu verstecken. Ich will's nur sagen. Und natürlich der Star dieser Folge, das Gehäuse. Eigentlich wollte ich das einfach nur entfetten, dabei sind mir allerdings diese unfassbaren Formtrennkanten aufgefallen, die ich vorher irgendwie gar nicht bemerkt habe. Früher hat Märklin die tatsächlich vorm Lackieren weggeschliffen. Dieser Arbeitsgang wurde allerdings vollständig weggespart, was man hier auch sehr gut erkennen kann, weil diese Kante da, gerade in dieser für die 218 relativ wichtigen Kontur, sieht einfach furchtbar aus. Und diese Kanten zu entfernen, hat sogar mir ein bisschen wehgetan und etwas Kopfschmerzen bereitet, weil ich nicht wusste, ob ich diese dezente Lackierung im unteren Bereich wieder vollständig restaurieren kann. Zum Wegschleifen von diesen Kanten benutze ich diese Schleifpads von Tamiya und bitte geht damit nicht mit einer Körnung ran, die gröber als 600 ist, weil die entstehenden Kratzer im Gehäuse, die man mit gröberem Schleifpapier macht, wieder rauszukriegen, ist ohne Spachteln mehr oder weniger unmöglich. Und bevor euch die ganze Kontur zu Rotze schleift, nehmt lieber feines Schleifpapier und macht es in vorsichtigen Bewegungen und kontrolliert immer wieder, wo ihr seid, wo ihr noch nachschleifen müsst. Es ist halt eine Arbeit, die, wenn man sie verkackt, das komplette Gehäuse ruinieren kann, aber wenn man das vernünftig macht, dann gewinnt die Lok schon deutlich an Realitätsnähe dazu. Weil, tut mir leid, ich kenne keine einzige 218 im Original mit solchen Formtrennkanten. Außer der Schweißer hat in der Fabrik Scheiße gebaut. So schaut das Ganze dann aus. Wie gesagt, an einigen Stellen waren die Formtrennkanten gar nicht mal so schlimm. Hier war sie links deutlich schwächer wie rechts und ja, das war relativ schnell zu erledigen. An anderen Stellen allerdings war irgendwie die halbe Kontur durch die Formtrennkante im Eimer und ich musste extrem viel wegschleifen, um das wieder irgendwie zu begradigen. Eieieiei. Nachdem wir das soweit korrigiert haben, können wir die Lok jetzt endlich entfetten. Das bedeutet Gehäuse, die Drehgestellblenden und die Kleinteile werden jetzt erstmal mit Seifenwasser vollständig entfettet. Das mache ich jetzt eben und danach sehen wir uns wieder. So, alles ist entfettet, deswegen Touchy-Feely von dem Gehäuse nur noch mit Handschüchen. Jetzt müssen wir die Lackierung natürlich restaurieren, deswegen habe ich jetzt hier unten mal die ozeanblauen Streifen vollständig abgeklebt.
Und als erstes fangen wir mit dem Beige an. Und dafür nehme ich Life Color, die Farbe Elfenbein. Denn ja, alle, inklusive mir, sagen zu diesen Lackierungen Ozeanblau-Beige. Tatsächlich ist diese Lackierung aber Ozeanblau-Elfenbein. Beige ist nach dem RAL-Farbton deutlich gelber und wird bei den IC-Wagen eingesetzt. Ja, die Loks in ozeanblau-beiger Farbgebung und die IC-Wagen in ozeanblau-beige bzw. weinrot-beige haben unterschiedliche Beige-Töne. Wusste ich auch nicht. Der Unterschied ist zwar absolut marginal, aber gerade bei solchen Nachlackierungsarbeiten hier entscheidend, denn wenn ich jetzt hier von Life Colors die Farbe Beige genommen hätte, würde man den Farbunterschied deutlich erkennen. Nehme ich aber Elfenbein, passt die Farbe, wie ihr hier seht, wirklich absolut perfekt Arsch auf Eimer. Ihr seht auch, dass ich die Farbe in vielen, vielen, vielen dünnen Schichten auftrage, um bloß keine Läufer oder Nasen oder sowas da reinzubekommen. Und ich jetzt quasi Stück für Stück die Stelle überlackiere, bis man die abgeschliffenen Stellen nicht mehr erkennt. Und ich empfehle euch bei diesen Lackierarbeiten übrigens auch vorne die Beschriftung und den DB-Keks bzw. auch die kleine 2 auf der Tür abzukleben. Das habe ich nämlich nicht gemacht, da war dann ein leichter Beige-Nebel drauf und das wieder wegzukriegen, ohne die Beschriftung auszuradieren, war tricky. An manchen Stellen musste ich wirklich bis zur Schürze unten runterschleifen und auch diesen dünnen Zierstrich hier müssen wir natürlich restaurieren. Deswegen habe ich jetzt hier erstmal abgeklebt und festgestellt, dass meine Airbrush verstopft war. Das war eine sehr schöne Aufnahme, die möchte ich auf jeden Fall drin lassen, damit ihr auch seht, dass auch mir so eine Scheiße mal passiert. Aber jetzt ist das Ding frei und jetzt kann ich Stück für Stück anfangen, hauchdünn hier das Elfenbein auf die Stelle aufzunebeln, wo dieser Strich quasi weggeschliffen war. Um dann jetzt im Nachgang jeden ozeanblauen Zierstrich einzeln abzukleben und mit Ozeanblau von Life Colors Stück für Stück vorsichtig nachzulackieren. Ja, das ist so zeitintensiv, wie es klingt, und ja, das hat auch exakt so viel Klebeband gefressen, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, eine halbe Rolle Tamiya-Tape alleine an dieser Aufgabe hier verjöckelt. Aber das Zeug ist halt absolut geil, weil es wirklich komplett scharfe Farbkanten gibt und damit kann man solche Sachen sehr, sehr schön wieder nachrestaurieren. Für diese Arbeit habe ich mir extrem viel Zeit gelassen, weil es, glaube ich, nichts Schlimmeres gibt als eine unsaubere Lackierung bei so einem Modell. Deswegen habe ich Stück für Stück jeden Zierstrich einzeln abgeklebt und vorsichtig nachlackiert. Ich glaube, insgesamt habe ich einen kompletten Nachmittag für alle vier Ecken nur für das Nachlackieren gebraucht. Aber wie ihr hier seht, die Arbeit war es durchaus wert. Die Formtrennkanten sind vollständig verschwunden und die Lackierung ist wieder perfekt restauriert. Und ihr seht ja auch, wie gut die Life Colors Farben tatsächlich zu den Original Märklin Farben, also auch zu den RAL-Tönen passen. Es ist einfach kein Unterschied feststellbar. Man sieht nicht, wo ich lackiert habe und wo nicht. Was man allerdings auch sieht, ist, dass meine Abklebeskills immer noch nicht deutlich besser als die eines Fünftklässlers sind, weswegen ich hier und da so ein bisschen Overspray habe. Das Ganze muss ich dann einfach mit dem Pinsel nochmal nachkorrigieren. Wobei ich dann auch festgestellt habe, die Life Colors Farben lassen sich sehr gut pinseln. Was ich hier allerdings sehe, ist, dass ich mir mal neue Pinsel kaufen sollte, die sind alle ein bisschen durchgeritten. Ja. Und somit haben wir das. Die Formtrennkanten sind vollständig verschwunden, wir konnten die Lackierung retten, wir haben einen durchbrochenen Umlauf angebaut und die Kühlergrille überarbeitet. Jetzt ist das Ding im Prinzip soweit vorbereitet, um gealtert zu werden. Ihr seht auch, das Dach habe ich nicht nachlackiert, das ist nämlich der erste Schritt fürs nächste Video, wenn wir mit der eigentlichen Alterung beginnen. Dann werden die Dächer farblich nachkorrigiert und dann richtig schön patiniert. Und ja, ich habe mich jetzt wieder, ja, fast 30 Minuten mit solchen Kleinigkeiten aufgehalten. Aber was soll ich sagen, so ein Dieselbrikett, da ist halt nicht viel dran. Das heißt, die Details, die da sind, müssen halt auch wirklich 100%ig sein, damit das Ding wirklich was hermacht. Und ich finde, die Kühlergrille und der durchbrochene Umlauf mit den ganzen Details da dran und die fehlenden Formtrennkanten geben dem Modell schon so viel, dass es schon kaum mehr wie die Ursprungsmaschine aussieht. Egal, im nächsten Video geht's mit der Alterung weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag einfach mal, bis zum nächsten Video. Ich schwitze.